Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die nichtlinearen Support Vector Machines. Und hier seht ihr schon ein wunderschönes Beispiel dafür. Ich habe schon mal für euch die Trennlinie eingetragen. Das wäre jetzt eine passende Trennlinie für diese schwarzen Daten und die roten. Es sind zu viele Daten, als dass wir sagen könnten, die sind einfach nur falsch klassifiziert. Und wir können nicht einfach hier sowas machen, da passiert zu viel Error. Das geht einfach nicht richtig. Deswegen, die sind tatsächlich nicht linear trennbar. Und ja, wir sind jetzt hier zwar nur im zweidimensionalen Fall, aber stellt euch das Ganze mal im n-dimensionalen Fall vor, da ist es vielleicht nicht ganz so einfach rauszufinden, ob sie nicht linear trennbar sind oder nicht, aber das ist eine große Herausforderung. Naja, egal. Okay, schauen wir uns das Ganze nochmal genauer an, an einem besseren Beispiel, zu dem ich euch tatsächlich dann am Ende auch den großen Trick, den Kernel-Trick mit einer richtigen Kernel-Funktion zeigen kann. Das wäre zum Beispiel diese Punktewolke hier, also da sind jetzt die ganzen Trainingsbeispiele aus meiner roten Klasse drin und dann habe ich noch einige Trainingsbeispiele außenrum aus meiner schwarzen Klasse. So, und jetzt sieht man, dass ich hier eine relativ eindeutige Trennfunktion habe, nämlich hier einmal außenrum so. Also nicht ganz so, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So, und das ist natürlich nicht so einfach berechenbar mit dem, was wir letztes Mal gemacht haben. Ich zeichne euch jetzt hier trotzdem mal noch das Koordinatensystem ein. So und so. So, wenn wir nachher das hier brauchen, das ist x1, das ist x2 von diesem Punkt hier, nur zum Wissen nachher. Und wenn wir das Ganze jetzt, das ist jetzt hier im zweidimensionalen, wenn wir das Ganze jetzt transformieren, und das ist der große Trick, wir transformieren in einen höherdimensionalen Raum, wo es linear trennbar ist, dann haben wir hier so einen dreidimensionalen Raum zum Beispiel, das ist die x1-Achse gerade, das ist die x1-Achse, das ist die x2-Achse und das ist die x3-Achse hier hoch. So, und jetzt können wir diese Daten wieder schön eintragen, nämlich hier oben sind die ganzen schwarzen Daten, wenn wir den richtigen Kernel wählen natürlich nur. Kernel ist die Funktion, die uns diese Daten in den dreidimensionalen Fall abbildet, also von 2D auf 3D. Das ist die Funktion, die wir dann auch nachher suchen. Und ja, das sind die schwarzen Daten dann und hier unten liegen eindeutig trennbar die roten Daten. Das heißt, unsere Trennkurve ist jetzt einfach hier so linear dadurch. Also eigentlich ist die wirklich linear trennbar danach. Das heißt, wir haben jetzt aber eine dreidimensionale Trennebene gefunden. Das ist ja hier theoretisch so eine Ebene, die mir diese Daten abschneidet von den schwarzen Daten und die schwarzen Daten liegen noch weiter nach vorne und so weiter. Aber wenn ich das wieder zurück transformiere in den zweidimensionalen Fall, das kann ich nämlich auch mit dieser Kernel-Funktion machen, dann kriege ich aus meiner Trennebene wieder eine Trennkurve und die macht das wieder mit meinen Daten. Das heißt, ich habe aus meinem 3D eine 2D-Trennfunktion gefunden, die halt nicht mehr linear ist. Ja, das ist der große Trick dabei. Nennt sich in diesem Fall Monom-Transformation, aber das ist natürlich nicht immer die Transformation, die wir suchen. Okay, schauen wir uns das Ganze mal als Formeln an. Ich habe euch hier schon mal was vorbereitet. Die Kernel-Funktion k, also wir kürzen Kernel einfach mit k ab, hängt von x und y zusammen. Und jetzt kommt noch ein großer Trick, nämlich dass unsere Daten x und y nur in der Multiplikation vorkommen. Das heißt, unsere Daten kommen nicht irgendwie, also in den ganzen Formeln, die wir in den letzten Videos hatten, kommen unsere Datenpunkte xi nicht so vor als xi selbst, sondern sie kommen nur in der Multiplikation vor. Und deswegen kann man hier, ja, ich habe euch einfach mal dieses Beispiel mitgebracht, das ist die Monom-Transformation. Aber an diesem Beispiel kann man dann am Ende sehen, dass man diese Phi-Funktion hier gar nicht kennen muss, um k zu berechnen. Also k kann ich berechnen, aber ich muss dazu nicht mal Phi kennen. Das ist der große Witz dabei. Gut, also das ist tatsächlich die Abbildung. Phi von x bildet meine Datenpunkte x. Also das ist jetzt zum Beispiel einer meiner Datenpunkte. Der rote hier, dieser Punkt hier, der wurde abgebildet in diesem mehrdimensionalen Fall, zum Beispiel hierher. Und wie wurde er abgebildet? Der hat ja jetzt drei Koordinaten, davor hat er nur zwei gehabt, hier hat er x1, x2, x3. Das hat er gemacht, oder haben wir gemacht, mit dieser Funktion phi von x gleich x1 Quadrat, Wurzel 2, also die erste Koordinate ist x1 zum Quadrat, die zweite Koordinate ist Wurzel 2 mal x1 mal x2 und die dritte Koordinate ist x2 zum Quadrat.
Davor bestand der Datenpunkt x, ich schreibe das gerade mal nochmal hin, davor bestand er nur aus x1, x2. Also so. Das heißt, wir haben aus diesem zweidimensionalen Punkt einen dreidimensionalen, Achtung, hier sind die Kommata, hier ist ein Komma, wobei ich hier noch ein Leerzeichen reinpacken sollte, damit das Komma weiter hochrutscht. So, also hier sind jeweils die Kommata dazwischen. Das heißt, wir haben jetzt am Ende drei Koordinaten. Gut, wenn wir uns das Ganze mal angucken, wir machen das jetzt mit zwei. Wie gesagt, die einzige Form, in der unsere Daten vorkommen, ist x mal y. Das heißt, wir transformieren jetzt einfach zwei Datenpunkte, x und y, in, also y ist in dem Fall jetzt übrigens nicht das Ergebnis von der Klassifikation, sondern ein zweiter Datenpunkt habe ich gemacht, weil ich hier die Indizes irgendwie selber brauche, also 1 und 2 ist halt leider schon vergeben. Gut, also x und y transformieren wir jetzt hoch und multiplizieren gleich miteinander. Dann kommt das hierbei raus, einfach einsetzen hier in diese Gleichung x und y. Und was dann passiert, ist folgendes witziges Beispiel. Wir berechnen jetzt hier also einfach eine ganz normale Zahl, und zwar aus diesen Koordinaten. Ihr wisst, Skalarprodukt erstes mal zweites plus erstes mal erstes plus zweites mal zweites plus drittes mal drittes und so weiter und so fort. Gut, machen wir das einfach mal. X1, das ist, ja, ich habe die New Line mal wieder vergessen. Und das ist x1 zum Quadrat mal y1 zum Quadrat. Ich schreibe das mal eben fertig. So, das ist das hier ausmultipliziert, also die erste Koordinate x1 mal y1 jeweils zum Quadrat, 2x1, x2, y1, y2 plus x2 Quadrat mal y2 Quadrat. Jetzt erinnert ihr euch vielleicht an die binomische Formel und dann können wir hier nämlich sagen, okay, das ist irgendwas zum Quadrat gewesen. Naja, x1 Quadrat, y1 Quadrat. Das heißt, wir klammern hier dieses Quadrat aus. Und am Ende bleibt folgendes übrig, x1 mal y1 plus x2 mal y2 und das Ganze zum Quadrat. Das war das, was gerade da stand. So, und jetzt fällt euch vielleicht auf, dass x1 mal y1, also der innere Teil, plus x2 mal y2, das ist das Skalarprodukt von x mal y, und zwar untransformiert. Das heißt, wir haben hier Daten x mal y, die müssen wir gar nicht hochtransformieren, sondern wir können einfach, da wir das Skalarprodukt eh nur berechnen wollen, können wir einfach hier sagen, okay, wir berechnen das Skalarprodukt im normaldimensionalen Raum, also im 2D-Raum, quadrieren das und dann haben wir dasselbe, als würden wir das Skalarprodukt im höherdimensionalen Raum berechnen. Und das ist der große Trick dabei. Das heißt, wir definieren hier einfach unser das Skalarprodukt x mal y zum Quadrat als unsere Kernelfunktion k von xy. Und dann haben wir unsere Kernelfunktion hier definiert. X mal y ist immer noch zweidimensional und wir müssen phi nicht mal kennen. Das ist der große Witz dabei. Gut, jetzt habe ich sehr viel gelabert und sehr viel hergeleitet, aber der große Trick dabei ist, wie gesagt, einfach nur hochtransformieren in einen anderen Raum. Und ihr müsst diese Funktion, mit der ihr hochtransformiert, nicht mal kennen, solange ihr eben diese Kernel-Funktion kennt. Denn es ist uns eh egal, wie die einzelnen Daten im höherdimensionalen Raum aussehen. Wir wollen sie ja nur multiplizieren, ganz normales Skalarprodukt berechnen. Das können wir auch mit der Kernel-Funktion dann machen. Okay, einfach mal alles weg hier. Jetzt ein paar Kernel-Funktionen, die man so tatsächlich benutzt. Eine Kernelfunktion habt ihr gerade schon gesehen, das war die Monomtransformation, das war x mal y zum Quadrat. Dann gibt es natürlich auch noch die ganz normale Kernelfunktion, einfach das Skalarprodukt berechnen. Funktioniert genauso, kann man auch machen. Dann gibt es doch das Skalarprodukt ein bisschen, ja, eigentlich in einer allgemeineren Form, so wie wir es gerade hatten. Wir hatten es hoch 2, es geht natürlich auch hoch allgemein einfach d, schreibt es das jetzt mal? Okay, dankeschön. Und also hoch d, in unserem Fall war d gleich 2. Und wir können hier noch irgendeine Konstante einsetzen, plus c. Das heißt, wir haben einfach das Skalarprodukt, irgendeine Konstante drauf addiert und dann hoch d. Das ist das, was wir gerade eben auch hatten. Wir hatten als c gleich 0 und als d hatten wir 2 ausgewählt. Das ist das sogenannte polynomiale oder die polynomiale Kernelfunktion.
Dann habe ich euch noch eine sehr komplizierte, das ist die Radial Basis Function, also die RBF kurz genannt. Die sieht folgendermaßen aus, wir haben E hoch und jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wobei, halt stopp, ich tippe die mal wieder fertig für euch. So, das ist die sogenannte, wie gesagt, Radial Basis Function, die stammt von Bayes so ein bisschen, falls ihr euch damit so auskennt, minus die, also e hoch minus x minus y, das Ganze als Betrag zum Quadrat, geteilt durch 2 mal Sigma Quadrat, wobei Sigma wieder mal so eine Varianz ist. Und ja, wie gesagt, einfach mal Sigma als Parameter ausrechnen oder ausprobieren, was euch da am besten in Gramm passt. Und wenn ihr die Sigmoid-Funktion benutzt, dann habt ihr eine Ähnlichkeit mit neuronalen Netzen. Aber wie gesagt, da kommen wir dann alles noch dazu, wenn wir neuronale Netze machen. Also ich weiß nicht, ob zu dem Thema speziell, aber ja. Da berechnet ihr den Tangenshyperbolikus von irgendeinem Parameter a mal x mal y und packt hinten dran einfach noch eine Konstante c drauf oder manche nennen sie auch gerne b. Also Tangenshyperbolikus von a mal x mal y plus b, wobei a und b wieder mal an euch liegen, könnt ihr genauso benutzen. Gut, das waren die Kernels, die man so standardmäßig benutzt. Ich glaube, ich habe euch die wichtigsten genannt, hoffe ich mal. Wo wende ich jetzt diese Kernel-Funktion überhaupt an? Ihr erinnert euch an unsere Formel, die wir maximieren mussten. Das Einzige, was wir tatsächlich maximieren mussten, nämlich über Alpha drüber. Maximize über Alpha. Und danach kam irgendwas, also irgendwelche Sachen wie Summe aus Alpha i minus ein halb mal Summe über i, Alpha j und so weiter und so fort. Und danach hatten wir tatsächlich xi mal, mal xj. Und die waren einfach als xi mal xj. Also wenn ihr jetzt gerade nicht wisst, was ich rede, dann schaut euch bitte meine letzten Videos nochmal an. Da steht die komplette Formel ausführlich da und ich habe sie auch sehr ausführlich erklärt. Und da stand am Ende dieser Formel xi mal xj. Und statt dass ich jetzt xi mal xj benutze, rechne ich einfach k von, also k von xi und xj aus. Das heißt, ich packe die beiden einfach in meinen Kernel rein und alle anderen Berechnungen bleiben gleich. Das ist der große Witz dabei. Ihr müsst hier nur kurz den Kernel berechnen und dann bleibt der Rest komplett gleich. Super. Das heißt, ihr könnt jetzt auch nichtlineare Kernel berechnen. Okay, das war's dann von meiner Seite auch schon wieder. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.